ja klar freue ich mich, die Jungs wiederzusehen, auch wenn es bei weitem nicht alle sind. Macht Spaß, hier wieder bei der Arbeit zu sein in der Halle. Wir haben natürlich ein hartes Programm, auf das wir uns vorbereiten müssen. Das wird eine sehr, sehr, sehr lange Saison. Ja, was wir gerade machen, ist einfach viel im individuellen Bereich, viel an der Fitness arbeiten. Ja, ab und zu auch mal ein bisschen frische Luft schnappen, das heißt ein bisschen draußen laufen gehen. Ja, ganz normales Programm. Wir schauen, was unsere Nationalspieler machen, wünschen ihnen viel Erfolg und warten darauf, dass sie hoffentlich möglichst spät alle wiederkommen. Naja, ist klar, dass wir nicht besonders viel 6 gegen 6 spielen können, weil wir einfach nicht genug Leute sind. Aber das ist einfach auch mal ganz gut, um an anderen Sachen zu arbeiten. Schadet auch mal nicht, einfach mal jetzt nicht das ganze Training nur Taktik und 6 gegen 6 zu machen, sondern dass einfach die Spieler, die jetzt vielleicht auch nicht so viel gespielt haben oder die Defizite haben oder die einfach, dass man einfach ein bisschen in die Gänge kommt, ein bisschen ohne Kopf, ohne Spielstress, einfach ein bisschen Handball trainiert, ein paar Würfe macht. Das ist so einfach gerade der Schwerpunkt. Ja, klar, wenn unsere Leute spielen, das versuche ich natürlich schon zu schauen. Ja, die Deutschen haben wir jetzt leider nur ein Spiel gesehen, das war recht vielversprechend. Ich bin sehr gespannt, wie sie sich alles schlagen, haben alle wichtige Rollen in ihren Teams. Und wir drücken natürlich von hier aus die Daumen und es kann auch für uns nur gut sein, wenn die Jungs dann viel Selbstbewusstsein tanken, viel spielen, Tore werfen oder Tore verhindern. Also da können wir nur von profitieren. Ich hoffe natürlich, dass sie gesund zurückkommen. Es ist klar, das ist eine lange Saison. Wir wollen natürlich versuchen, jetzt anfangen, Punkte zu sammeln. Und wir haben 2 bis 4 Punkte zu viel abgegeben, wie ich finde. Und das beginnt jetzt also die Jagd, diese 2 bis 4 Punkte irgendwo wieder aufzuholen. Und natürlich weiter an unseren Heimspielen, unsere Heimspielbilanz möglichst sauber zu halten.